So, ihr Allerliebsten. Taschen sind gepackt, wie man unschwer erkennen kann. Ja, okay, da ist jetzt nicht viel drin. Ja, das ist auch, ja, das gehört zum Gewand. Das habe ich jetzt so über die Schulter hängen. Ja, ich habe schon mal kurze Hose an. Ja, und jetzt soll warm sein. Ich habe auch noch eine Jacke an, weil ich muss ein bisschen meinen Rücken schützen, ne? So, wir steigen jetzt gleich ins Auto ein. Das Auto ist total voll. Ja, Leute, wer Camping macht, der weiß, bei dem, wovon ich rede. Ja, es wird lustig, denke ich mal. Ja, wir werden auch in Gewand dann gleich da sein und uns dann anziehen praktisch, also bekleiden, ja, das Gewand überwerfen. Und ja, dann ich guck gerade mal noch mal hier, ob ich Kleingeld habe. Ja, wir wollten so ein bisschen Klimpergeld haben, da wir ja diese Beutelchen haben, ne? Und da wollen wir. Aufzugsschlüssel hat die Kleine. Die Schlüssel hat die Kleine, ja. Kleingeld werden wir schon gleich bekommen. Nehmen wir so Klimpergeld für den Beutel. Ja, nützt ja sowieso nicht, wenn ich muss den ja auch irgendwo in der Tasche an eine Kordel hängen. An eine Cordula. So, haben wir dann alles. Ja, Schlüssel hat die Kleine. Ja, gut. Haben wir Tickets? Personalausweis. Ja, das habe ich bei mir in meinem Klimperbeutel. Abschließen hier einmal. Dann muss ich doch noch mal Schlüssel holen. Einmal wenigstens die Tür abschließen, ne? Ja. Einmal, zweimal, so oft wie geht rumdrehen. Hallöche. Moin. Kickuck. Wauzi. Jo, ihr Süßen, jetzt sind wir schon im Auto. Ja, schon so ein paar Minuten. Wir sind jetzt schon auf der. Wo sind wir jetzt eigentlich? Rechte Rheinseite oder linke Wir Rheinseite? sind schon über den Rhein gefahren. Also wir sind auf jeden Fall von uns zu Hause über den Rhein gefahren. Ob das rechts oder links ist, das ist mir Auf der eigentlich. rechten Rheinseite, weil wenn du Richtung Norden guckst, dann auf der rechten Rheinseite. Ja, da blicke ich eh nie durch. Das ist für mich Nee, wenn du nach Norden guckst, sind wir auf auf der der linken linken, ja. Rheinseite. Ja. Das hängt, glaube ich, immer damit zusammen, wie lang fließt der Rhein oder der Fluss. Ob wir rechts- oder linksseitig sind. Fließt der nach Norden hoch oder fließt der nach Süden? Ich sag mal, der fließt da in die Richtung Keine Ahnung, nach, Norden oder Süden? Richtung Holland. Und kurz vor Holland heißt der Rhein Waal. Also es geht ja nach oben Richtung Norden, dann sind wir jetzt linksrheinisch. Ja, auf jeden Fall voll die Theoretiker hier. Das wollte ich eigentlich nicht sagen. Ich wäre jetzt da einfach drüber weggegangen, meine Dummheit. Ja. Frech wie rotzt das Kind. Muku. Mu, mü. Eine Kuh macht Mu, viele Kühe machen Mühe. Mühe. Das war eine Kakaokuh, eine Oh, guck mal, Kaffeekuh. da oben ist ein. Könnt ihr sehen? Da sitzt er. Schöne Landschaft hier. Oh, da war sogar ein Blitzer. Guck mal, einer schau. Da ist ein Blitzer gewesen. Aber du hast dich ja. 70 darf ich, bin bei 65 oder so. Ja, wenn das Einheimische sind, dann brauchst du keine Angst haben, die passen immer auf. Die kennen ja dann die Dinger überall. Guck mal, wie schön ländlich das alles hier. So was suchen wir da, so am Land, so ein Häuschen zur Miete. Ein bisschen renovieren können wir noch. Da hinten sind Schäfchen. Fischmarkt. Sandner Südsee. Ja, das ist der Südsee heißt das. Die Sandner. Da kannst du mit Hund schwimmen, das ist ein Hundeteich. Dann hast du Surfteich, Taucher und was nicht alle. Und Schwimmen und Badestrand. Richtig Strand angelegt, alles. Da brauchen wir gar nicht mehr im Urlaub. Können wir da hin und dann haben wir Urlaub. Also ich bin gespannt, ob wir da
überhaupt eine Möglichkeit finden, dass da ein Campingzelt aufgestellt werden kann. Da hinten sind Wildgänse. Vielleicht könnt ihr die da so sehen. Ne, jetzt könnt ihr gar nichts mehr sehen. Wir sind nämlich hinterm Deich. Mammographie. Ich habe jetzt gedacht, das wäre ein Toilettenhäuschen. Das geht eine Weile und dann nach 10 Sekunden fängt das wieder an zu stechen. Ja, dann hast du da irgendwie wie ein Sandkorn oder was im Auge bekommen. Neu berechnen? Nee. Hier? Ja, ist ja nur eine Einfahrt hier. Ich kann dir da nicht. Also hier war ich noch nicht gewesen. Das haben wir ein Erdbeben hier, also wisst. Also ich sehe aber auch keine Zelte. Da ist kein Zelt. Das ist ja nur ein Vordach. Aber ich denke mal, wenn man sich hier mit. Also hier sind alles Wohnwagen. Und ein Zelt ist ja nichts anderes wie ein Wohnwagen. Aber ich sehe aber auch noch keinen. Muss man hier angemeldet sein für oder so. Das sind alles Sachen, ich weiß das. Mach dir da keinen Kopf. Mein Gott, hör doch mal auf, mit mir aggressiv zu antworten, wenn ich was frage. Boah, ist das abartig. Das Foto. So, ihr Süßen. Ja. Das ist auch noch ziemlich nass. Das machen wir erst, wenn wir schlafen gehen, wird das aufgebaut und morgen früh direkt wieder zusammen. Wie viel haben wir denn hier eingepackt? Jede Menge. wenn du vielleicht mal, gucken kannst nach dem, oder sagen kannst, wo das Stativ ist. In der Kiste. Pass auf, komm, dann bin ich hier mit einem anderen Auto. Ja, weil dann kann ich halt nämlich... Wenn wir uns einkleiden, kann ich halt nämlich hochstellen, einstellen, reinhängen. Was ist denn da? Ach so, ich wollte schon sagen, was ist das denn? Butterbrot im Pappkarton? Butterbrot. Nein, Butterbrotpapier. Das ist nur Papiertüten, ja. Richtig, für die Seifen. Jo. Weil das sind halt so nichtssagende, das kann man gut benutzen. Also ich muss schon mal so sagen, von der Umgebung her wunderschön, also ganz herrlich. Ja, noch ist der Rasen nass. Ja, wie heißt es so schön? Ist der Rasen nass, macht es auch im Stehen Spaß. Ne, so irgendwie. Ja, und das ist jetzt der Parkplatz. Hier? Jo, richtig. Ja, das ist jetzt der Parkplatz. Und da ist mein NATO-Gehwegelchen, ja, in NATO-Tarn-Optik. Ja, okay, da ein bisschen anpassen muss man sich ja hier. Ja. Ich mach das gleich soweit fertig, der Hase. Ja. Der gute Humpen. Nee, ich wollte die Tür gerade zumachen und hatte da gerade. Ach, bist du schon am Ankutten? Ja. Eieieiei. Ja, die Kleine auch gerade. Ach so? Was denn? Nee, am Anziehen. An Ankutten. Ja, noch ist die Wiese dann nass. Das ist auch morgen früh dann ein bisschen feucht. Ja, aber ich sehe jetzt bis jetzt hier noch keine Toiletten. Ne? Wir haben hinter uns eine ganze Baumwand. Ja, sicher. Ey, das qualmt jetzt schon bei mir auf dem Rücken. Ja, das wird wahr mit dem Dingen.
Glaub mal. So, die eine Kette will ich verstecken. Kannst, die siehst du, glaube ich, gar nicht, oder? Die Holzkette, die ja, die kannst du wiederum, ne? Das ist schön, ja. Weil deswegen habe ich die jetzt extra angezogen, weil die Holzkette kann ich sie anziehen. Ja, richtig. Die andere Kette kann ich nicht anziehen. Ey, noch nicht mal 5 Minuten an und mein Rücken qualmt. Zeig mal. Ey. Sieht man gar nicht. Aber ich will. Jetzt hast du das Etikett da noch dran. Was? Jetzt hast du noch das Etikett an der Schuhe. Das hätten wir aber vorher abschneiden können. Das ist nur bei dir. Achso, nur bei mir. Was haben wir denn da oben für einen sitzen? Achso. Wo bist du denn jetzt? Jetzt sehe ich dich nicht hier auf der Kamera. Da, jetzt fliegt er weg. Aber hier sind ganz viele Raben. Schön. Gerade waren ganz viele Raben hier bei uns. Da kam es dir vor wie bei Hitchcock mit der Vögelei. Jetzt kann man das ja gut erkennen, ne? Jetzt ist da schön das Kreuz, die Markierung dran. Jetzt muss ich aufpassen, sonst habe ich das gleich alles eingestaubt und eingesaut. Das ist so verworren hier. Da weißt du gar nicht, wo der... Ja, es ist hier. Also da ist schon mal die Mühle. Ach, die Mühle. Ich suche hier den Ausgang. Hilfe. Hier, ne? Boah. Aua, das war mein Bart. Schlawiner, du. Zieht da an meinen Bart. Hast du gesehen? Drecksack. Ah. Oh. Aber ich glaube, das wird gut hier mit dem Klettverschluss. Du hast das bei dir auch, ne? Ja. Ja, es ist um einiges besser. Ja, wenn du das jetzt so offen lässt, dann wirst du das aber hinterher bereuen. Das geht ja in so einem Senkel, das hat dann alles so immer... Ah. Ah. So. Da wird geschwissen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das da hinten steht. Ja, die sagte da, da wird immer was auf und zu gehen. Da würde immer was auf und zu gehen. Und wenn ich, man weiß jetzt nicht, wie sind die hier gekommen, mit Fahrrad oder was? Weil da sieht man jetzt auch gar kein Auto, ne? Ja. Ein Auto, was? Nee, dann würde ich daneben anfahren. Nee, da würde ich da direkt da dran parken, ist doch klar, logisch. Ja. So, ich habe jetzt den Geldbeutel direkt. Ach, hast hier. Du da eine Kordel gemacht? Ja. Guck mal da, man sieht mich jetzt gar nicht mehr. Und Nacht. Ja, sieht wie ein Henker aus. Henker! Morgen kommt der Henkersmann. Ich sehe ziemlich authentisch aus, gell? Ich passe hier so richtig dann da so hin. Was hast du denn? Wo möchtest du denn an mir rumbasteln? Nee, die Kapuze einmal. Wie hast du dein Kreuz? Hast du von innen, hast du von außen rum gemacht? Das von außen richtig, oder? Warte, ich habe dein Kreuz hier noch hier. Wie macht man das? Von außen, oder? Ja, weil sonst sehe ich mal die Kapuze ja im Weg. Ja, dann so.
Ach so, ja. So, dann stülp mir mal da drüber. Sonst hast du ja selig mal die Kapuze im Weg. Aber die sind einiges besser als wie die Roben, die wir letztens hatten. Ja, das ist hier Baumwolle, das ist richtig gutes Material. Ja, sieht auch authentischer aus, als wie wenn die glitzert. Eben, das hat ja immer so einen künstlichen Glanz gehabt. Einen künstlichen Glanz war ja da immer. Oh, komm mir vor wie Chorknabe von der Wiener Sängerknaben. Nur nicht mehr so klein und nicht mehr so jung. Ich wollte es noch. Habe jetzt eins vergessen, was ich auch gut finde. Du findest was gut. Was findest du denn schön? Den Beutel da, ne? Oder was? Den Krug, den kannst du ja genau, den kannst du auch da dran hängen. So, das musst du dann jedes Mal. Ja. Man müsste vielleicht so ein Stück Lederband haben mit einem Druckknopf, vielleicht einem schwarzen Druckknopf. Dranzwacken, das ist ein ziemlich Augebrot, ne? Ja, aber es geht, es ist die ganze Zeit der Tangerin. Ja, nicht so doll, ne? Darfst du nicht so doll reiben, das ist nicht gut dann. Hübsch! Mann, fesches Mädel! Könnt ihr gar nicht sehen, ne? Ja, die versteckt sich immer noch. Nein, die ist ziemlich mutig. Da guckt sie rein, raus gleich. Da musst du aufpassen. Die Kräuterfrauen waren später die Hexen. Da hat sie. Mit Revolver, Patronengurt. Also, was? Wir haben zum Glück gleich den richtigen Platz erwischt. Ja, wie gesagt, wenn das dann trocken ist. Dann macht das auch. Ja, dann müssen wir heute Abend aber noch mal vielleicht mal zwischendurch noch mal hier hinkommen. Das Zelt aufstellen, weil sonst hast du ja wieder Feuchtigkeit. Ja. Ich will das nicht unbeaufsichtigt hier stehen lassen. Ja. Weil ich habe keine Karabiner und sowas. Richtig. Es ist wirklich nur so für Wochenende. Sowas. Es ist ja schnell aufgebaut. Hinwerfen, fertig. Ja, ich sag ja nichts. Wie sieht es aus? Sexy. Oh. Du, da. Sorry, meine Tattoos sind nur mal zu sehen. Das lässt sich nicht. Und die werde ich auch nicht verstecken. Lässt sich nicht verhindeln. Ja, guck mal, mit so einem Fahrzeug da oder da drüben sowas. Ja, da bist du so unabhängig. Ja. Dann packst du einfach irgendwo ein. Ja, und dann bleibst du da stehen oder stellst dich irgendwo hin. Hätte ich mitnehmen können, ne? Etwas Haarspray rein. Ja. Ja, war das jetzt von Tux? Hat er das jetzt mitgenommen? Nein, oder? Das ist unser, also keine Ahnung von wem, aber das haben wir noch. Okay, ja, gut. So. Guck mal. Wohin? Seife. Mittendrin auf der Blume ist rosa zart. Was hast du jetzt gemacht? Hast du das festgekordelt hier oder was? Nein, einfach reingesetzt. Nee, wenn ich jetzt da die Schuhe anziehe, dann muss ich sitzen. Dann falle ich vorne über. Haarspange hast du jetzt nicht mit, oder? Nur für mich. Achso. Nee, ein Stück Draht geht auch nicht. Nee. Gummibänder, keine da oder so? Nein. Weil ich habe nämlich eine Strähne, die immer nach vorne fällt. Ja, also da lässt sich vielleicht nicht ganz hundertprozentig vermeiden, ne? Setz dich doch ins Auto zum Schuh anziehen. Ja, ne? Oder da irgendwo vielleicht. Ich muss sitzen dabei, sonst. Wo hast du jetzt deine Tasche eigentlich? Hier unten drin. Achso. Jo, also ich bin jetzt fertig und nicht nur mit der Welt, sondern auch mit meinen, ja, weiß ich nicht, nee, alles gut, Leute. Ja, man möge mal nach unten schauen, kann man das erkennen, wisst ihr Bescheid, wenn authentisch, dann richtig, ne? Heidewitzka, Herr Kapitän, ach nee.
Das war ja was anderes. Willst du dein Bierkrug auch bei dir am Gürtel an? Mein Portemonnaie. Ach, meine Geldbörse höchstens. Der Bierkrug selber, den lasse ich vorne in meinen Wagen. Dann brauche ich das nicht jedes Mal abbinden da. Ne? Der müsste da drin sein. Also dein Geldbeutel, ne? Na, nein, den noch nicht. Lumsebingel. Guck mal, das Schmenzchen in die Höhe. Der ja, ich musste das etwas hoch. Süß. Guck mal, da. Die Marktfrau, ach nee, Kräuterfrau. Krieg ich ja noch gehauen, du. So. Jetzt wird mir der Beutel um den Bauch gebunden. Einmalig gebunden reicht. Du bist nicht so dick. Niki hat auch sowas. Jetzt kommt er wieder mit seiner Kordel. Du musst jetzt nicht so feste. Das ist gar nicht nötig. Schleife oder? Nee, ich denke mal zwei Knoten. Ne? Zwei lockere Knoten, das reicht dann. Oder du kannst dann so einen Seemannsknoten machen, aber da musst du dafür da drüben die fragen. Weißt du, wie man das machen? Das ist auch. Oi, 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 oi. Geht das oder? Nicht, dass ich jetzt unterwegs verliere. Ich wollte gerade sagen, und mach es nicht zu fest, du gehst nicht mehr auf. So. Da muss ich näher so ins Höschen machen, wenn ich da nicht mal rauskomme. So, haben wir denn soweit? Ja, meine Brille liegt dann noch. Willst so. Willst du deine Tabletten nicht in Auto lassen? Wenn es sehr warm wird. Ja, dann tu sie mal so unterm. Eine Kühlbox. Die könnte da eine Kühltasche hinten reinmachen. Ja, das ist auch eine Idee. Da passiert nichts mit. So. Na gut, hier hätte es das länger sein können. Hier kannst du ja immer noch runter. Aber das Schöne ist, wir halt einfach nur gerade zu halten. Wir haben einen guten Parkplatz. Ja. Wir haben auch alte schöne Brücke. Und es sieht von Kennzeichen auch so aus, als wir Händler sind. Aber guck mal, aus Holland kommt der Anschein. Wuppertal. Ich fahre jetzt irgendwo hier hin, aber ich. Mit Bad und Badezuber, ne? Das ist halt das Badehaus. Da sind Toiletten. Also vom Auto, ja, muss man halt wissen, ne? Ja, hier ist wenigstens für gesorgt, ne? Ich finde auch diese Spitzzelte finde ich auch ganz schön. Mhm. Aber hier kannst du nicht gerade stehen. Doch, in der Mitte geht das wunderbar. In der Mitte geht das schön, glaube ich. Super.
Hallo. Ja. Ja, aber den kannst du gut bedienen, sehe ich gerade. Ja. Ganz toll. Ist auch angenehm. Guck mal da, schon Sonnenschein tanken. Ja, ob wir die hier finden. Da siehst du, guck da, die haben auch so diese Steingutschüsseln. Ja. Die haben die Becher, die du auch hast. Ja, siehste. Ja. So für kleine Trinkbecher, so beim Essen oder so. Das hat vollkommen genug. Ich muss gleich mal gucken, wenn das heiß ist, muss ich einmal gucken, ob das wie heiß das wird. Das wird nicht oben heiß. Wieso soll das da heiß werden? Jetzt erzähl mir doch, wie soll das denn da heiß werden? Brauchst du jetzt, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, ui, die Pferdkes hier. Guck mal, mit Zöpkes. Das Pferd hat Zöpfchen. Sagittari. Ich finde immer die Namen so fantasievoll, ne? Mhm. Schöne Namen. Das haben die aber auch sehr schön dekoriert hier, ne? Das ist ja richtig. Das sieht richtig cool aus. Ja. Hundetränke, siehste. Aber auch die Stühle da, ne? Hm. Diese, die sind ja, letztendlich sind das ja nur zwei Bretter, ne? Ja. Was zum Große. Okay. Was zum Große. Das ist auch so eine Hexenküche da. Das ist so, meine ich das. Wenn das alles so schön da so einrichten und dann einfach mal so schön, ja. Jetzt habe ich die Runenschrift nicht bei. Wie die Steine da oder was? Ach so. Nee, auch die Erläuterung nicht, was die Buchstaben sind. Ah, da kannst du hier den Meister bestimmt mal ausquetschen, das wird er doch bestimmt sagen, ne? Was heißt das? Was denn? Hier die Schrift. Was die Runenschrift heißt? Diopiphesis. Die Werkmasse. Steht aber hier. Ah. Da haben wir es auch. Weil ich finde nämlich die Runen sehr interessant und habe mir jetzt selber welche geholt, beziehungsweise bin dabei, die sind noch nicht da. Steht hier aber nicht drauf. Ja, schön. Ab das schön hier, also ganz toll, schön, also, wunder, also hier auch wunderschön dekoriert, also da bin ich richtig begeistert. Hab sogar an die frischen Kräuter gedacht. Das ist gut, ja, wunderbar. Ja, besten Dank für die Info. Umseh dich wie Wieschen. Ja, ich würde den gerne abnehmen, aber sobald ich auf die Wiese mit einer Hand schiebe, dann... Du, mich stört das nicht, den zu schieben. Dann habe ich den, rollt er irgendwo hin, aber nicht da, wo ich ihn haben muss, den Wagen. Ne? Große Lage. Schön, aber auch alles so ganz toll. Hier ist abgesteckt. Huch, da wo soll noch wohl einer noch wohnen? Ja, zumindest soll hier noch was ran. Aber das sieht auch aus, als wenn die da auch hier Holz kriegen, ne? Oder? Ja. Dass die hier Feuerholz haben. Aber den Feuerholz kannst du auch ganz viel. Ja. Ja, wenn du da Messer bei hast, ein bisschen Langeweile, da kannst du dich auch da dran setzen. Da ist die rote Mühle, ne? Oder?
Ist das eine rote Mühle oder ist das eine braune Mühle? Ich weiß jetzt nicht mehr. Weißt du, ich kann mir vorstellen, es wird hier noch ein anderes Camp noch geben. Da steht das U-Schild. Ich wollte gerade sagen. Ja, ja, eben, ne? Da ist doch die Kochnisch. Doch, das ist er doch. Das ist er doch, ne? Jetzt überlegt er. Jetzt hat er überlegt. Ja, sind die das oder sind sie das nicht? Guck mal, hier ist auch schon eine Schale. Ja, ne? So eine. Die muss erstmal so schwarz werden, die wir da noch haben. Ja, das so ähnlich, ja, die von der Schale zumindest sieht das so aus wie unsere. Ich glaube, unsere ist sogar noch ein bisschen vom Durchmesser ein bisschen größer. Ja. Gehabt euch wohl! Ja, geht's euch gut? Jetzt sind wir in Dienst hier. Ach nee, ich hätte eine Tablette da. Ja, für Notfall. Ja, ja, gut. Boah, da sind die Tröne. Schön, aber die kannst du auch alle auseinandernehmen. Dann kannst du sie so klein gestapelt schön einpacken im Auto. Also allein hier gucken ist ja schon schön. Ich glaube, ist das nicht so eine Zeltbauweise da drüben? Richtig, das Kleine hier vorne. Ja. Nee, wie die das da gezeigt haben. Ja. Nur das einfach so hochstellen. Richtig, das ist das. Ja, okay. Ja, hier vorne. Das ist ja, hier, direkt, ja, hier direkt das erste Kleine hier. Ja. Da hinten, da ist die Größe, boah. Ja, von der Größe, ja, aber vom Aufbau ist es so ja, vorne. Nee, ich meine jetzt hier das Kleine. Nee. Das hat nur mit die Dachlatte, einfach nur so hochgestellt worden ist, ne? Aber hier, das ist ja schon ein großes. Da hinten, das wird da schon bald reichen für den Anfang. Ja. Das und dann noch ein kleines oder so. Für also, Krimskrams. Nebenbei selbstgemachte Sachen. Ach so, ja, wenn man das darf, wäre das doch super, ne? Wenn das jetzt also nicht unbedingt jetzt noch Gebühren in Anspruch nehmen würde, ne? Das kleine Pferdchen da. Waren die in Mörs? Ja, Lauersfurt ist Mörs. Ist das Schloss, wo wir waren. Ach ja. Ist das nicht auch der, mit dem wir auch gesprochen haben? Da? Da direkt in der Kurve da an dem Pferde? Nee. An der Turnierplatz da? Schon möglich, ja. Die rufen dich. Im offiziellen Namen. Aber guck mal hier, das Braune ist doch auch hübsch, ne? Das ist auch ein was die alle so an ein Füßchen nehmen. Ja. Wir kommen zum richtigen Zeitpunkt hier auf. Ja. Ja, da müssen wir noch so Absperrpinne da haben. Ja? Die haben ja überall so Absperrpinne, wo die den Bereich einzeichnen. Ja, aber hat nicht jeder. Dann sehen wir uns erst am Ripperturnier. Autschen.
Au, ja. Auch da drüben, da mit dieser Verzierung da, das ist auch schön. Aber das ist ja richtig hoch, da kannst du ja auch schon mal 2 Etagen draus machen. Ja. Mein Gott. Hier auch schön. Ja. Eine Schandgeige. Die Schandgeige. Ja. Also eigentlich super. Nee, ich habe erst gedacht, da wäre Toilettenhäuschen, aber dann ist Mammographie. Okay. Das Gebäude da, dieses Fahrzeug. Da gibt es klassischen Haferschleim, wisst ihr? Achso, hast du so Karten sind da dann. Ja, da musst du die Karte bei dir halten, wenn du hinterher wieder mal rein oder raus muss. Ja. Wildbratwurst, hier bin ich richtig. Ja, das klingt doch richtig gefährlich gut, ne? Aber ich sage mal, wenn die ganze Zeit hier so ein Weg ist, ne? Ja. Aber hier diese Huckel, die sind ja schäbig jetzt. Oh, da kommt mein Fahrzeug ja in Schleudern. Ja. Was? Was? War da nicht 30 Euro? Ja, deswegen. Aber du hast 45 bezahlt. Vielleicht vor Kasse 30 Euro. Was kann sein? Ja, stand das da nicht?
Ja, im Internet stand 13 Euro mit Gewand, aber das ist vielleicht Vortasche. Na, das weiß ich nicht. Ja, da müssen wir nächste Mal dann halt direkt Vortasche bezahlen. Und dann. Wie spielen wir es in der Papa bereiten ein bisschen? Augen zu? Sind wir damit günstiger. Der Papa bereiten ein bisschen. Da sind auch so Glöckchenbänder. Ja, cool. Ich will keine Ketten haben. Ja, hier. Sonnenbrille. Das ist voll dick. Ah, ist schön kühl. Was ist jetzt immer der Primärplatz? Hanfbrote. Ja, Hanfbrote, das klingt doch gut, ne? Hanfbrote. Gefüllte Hanfbrote. Oho. Hoho. Wenn die so in Form von einer Baguette-Stange wären, muss er einen vorne haben, der anzündet. Hier ist das Knoblauchbrot wieder. Warum sprichst du nicht? Warum? So, aber da, guck mal da, wie so Fuchsschwänze da. 12 Euro, das ist überhaupt nicht teuer, oder da, wenn du da was zum Basteln brauchst, irgendwas Schneidermaterial, da hast du doch alles. Sonderpreis, wenn das jetzt also nicht... Nach einer Tasche hier greifen. Ja. Da ist nur nichts. Was haben wir in Mörs gezeigt? Ich habe auch so geschnitten. Ja. Ich bin erstmal hier zu schalten. Den Hosen dran. Lasst euch aber nicht abpacken von den Fragen. Danke. Dann. Das ist so ein Mörser aus Hölzen. Oh, guck mal, der hat die Trinkkelche da. Da siehst du, guck mal, was die schöne Farbe haben, das Glas. Rot gefällt mir. Das sieht ja bei uns am Tisch edel aus. Ja, hättest du. Ja, Klotsch, ne? So die holländischen, ne? Ja. Wir bauen jetzt wieder mit dem Regal. Ja. Das Bett ist so luftfröhlich.
Das ist schon richtig Luxus. Dann brauchen wir aber Sattelschlepper. Ja. Das gilt nicht. Das wäre. Nein, alles in Einzelteile. Guck mal das Karussell an. Ja, ja. Oh, ja, ich bin schon. Bello-Klo-Tüten. Hallo, da habe ich Mittagsteil. Das ist schäbig hier. Das ist schäbig hier mit die Buckelkacke da. Das ist auch so ein Karussell. Ich denke mal, das wird gedreht. Dann knüttelt sich da oben das Tau zusammen. Und dann lassen sie nur noch los, dann dreht sich das wieder zurück. Also ich könnte mich da gerne da irgendwo hinsetzen. Dann haben wir ein bisschen für einen Moment mal Sonnenschein. Wir würden mich gerne was trinken wollen. Haben die was zu trinken? Für nur? Es wird, denke ich mal, hier werden irgendwo noch Geschäftsbuden sein. Ja. Das wird überall. Ach, das sind die von Mörs oder? Ja. Die Ach so. Ach ja, die Haxe und Bratwurst. Da kann man auch noch mal ruhig mehr näher rangehen noch. Was? Bäh. Ist da eine Fernbedienung dran? Mit Fernbedienung. Soll ich nehmen? Ja, hier vorne auch, da Bier. Was willst du trinken? Ich muss einfach mal. Was willst du trinken? Was? Ja. Bier? Ja. Solange du es nicht. Nein. Weißt du, gerade Mehl, du weißt, wie scheiße Mehl, wie viel Umdrehung das hat. Ja. Und dann die Hitze dazu. Ja. Das ist zu süß. Gut. Ja, da unten. Du kannst ja laufen, ich fahre nach hinten. Ja, ja.
Kinderrundfahrt. Sightseeing. Aber ich weiß nicht, wie weit das noch hier ist. Und ein Zeichen. Nee, dann dachte ich ja, ah ja, wir wollten ja nichts mitnehmen. Dann hätten wir schon mal früher auch einkaufen gehen. Ja. Der will ganz besonders geweckt werden. Und ich, der Herr Blüterich, ich weiß auch genau wie. Ich hatte nur nicht dran gedacht. Aber da muss ich erst mal fragen. Weil wir sind doch hier im Zanten, stimmt's? Sag mal, ist das hier bei euch im Zanten genauso wie bei uns im Elfenwald? Ja? Also wenn bei euch am Jahresanfang so der Winter zu Ende geht, dann kennt ihr bei euch auch immer der Blüter. Alles klar, dann ist alles. Die Elf haben ja in der Kinder immer abgekreist. Und dann decken die alles auf. Die stürzen die Wiese an, die Blümchen wachen auf. Die stürzen die Wolke an und die Knospen wachen auf. Und die stürzen die Rundens an. Weißt du, wie teuer hier im Haus ist? Die stürzen die Kinder an. Vielleicht kommen ja heute noch welche. Normalerweise muss man jetzt die eine oder andere Elfe entwerfen. Sind wir eine? Ohne! Hinter dir, da sagst du doch nein! Du jetzt, das ist der Drache, das hat er verwechselt. Also die Wasserspiele sind auch gut. Haben die Kinder also schön was? Ja. Thank you.
ehrlich. Mann, die Dinger. Habe ich gebaut, war so schwer und so massiv, dass wir jetzt aufeinander gebaut haben. Jetzt davon. Ja, mit Schamottstein drin und eigentlich in der Theorie gar nicht. Ich will nicht essen, aber ich gebe mir auch gar nicht. Aber das ist.
Ruhig durchmuscheln. Ja, okay. Mama! Papa! Okay. Mama! Da hinten hat der. Ja, das ist aber auch heute. Ja, wenn das ist ein reines Naturprodukt, dann geht ja nicht mal gleich zu machen. Ne? Das ist nicht maschinell. Kommt ja halt immer drauf an, wie groß ist das Horn. Halt. Also, total cool. Wie dick ist die Kuh? Hier ist es aber auch richtig dran, wo ich ja noch ein bisschen mehr Luft zwischen habe. Ja, aber so ist das ja gar nicht mal so schlecht. Ne? Ja. Ziegenbock. Ja, Steinbock oder sowas. Oh, guck mal da. Oh. Ich führe dich dir offen. Das lässt mich auf eine Überraschung hoffen. Oma, ich bin's wieder, dein Enkelkind. Rotkäppchen. Ja, Rotkäppchen. Na nu, was denn los? Du siehst ja irgendwie verändert aus. Ja, meinst du? Ich wohne ja auch schon 15 Jahre hier allein im Haus. Aber Großmutter, wieso hast du denn so große Ohren? Du, mein Kind, die habe ich, damit ich dich besser hören. Und diese riesigen, basedurischen Augen, sag mal, wozu um Gottes Willen sollen die denn taugen? Die, mein Kind, habe ich, damit ich... Nee, weil ich mir keine Brille von Firmen leisten kann. Aha. Und das große Maul, wozu hast du das denn, bitte schön? Das, mein Kind, wiederum habe ich, damit ich dich besser... Oma, das hast du schon bei meinem letzten Besuch zu mir gesagt. Was denn, ich kann mich nicht erinnern. Na, dass du mich zum Fressen gerne hast. Das stimmt. Ah, ich weiß, eine Überraschung in der Standuhr, eine süße Vernaschung. Oma? Ja, mein Kind? Ich kann hier hinten keine Süßigkeiten finden. Warte, ich bin gleich bei dir. Thank you.
Wollt ihr jetzt hier runter, oder? Ja. Da, ein Bierhumpen. Weil die Caption, Familien. Da hast du Klimpergeld. Ja. Künstliches Klimpergeld. Ritter Georg von Alpen! Hier, da wäre was für dich. Ja, aber jetzt das eine mit der roten Hose und dem Morgana, die Kriege werden aus den Norden! Deswegen das eine, das So, nachdem mir gerade ein bisschen der Kreislauf weggesackt ist, geht es mir jetzt schon wieder ganz gut. Ja, mir wird so richtig schwubbelig, wenn er so kalt und heiß gleichzeitig wird und du ja, irgendwie ja, schon nicht mehr richtig gucken kannst. Ne? Also das hatte ich jetzt gerade gehabt, aber jetzt geht es mir wieder richtig gut. Keine Panik auf der Titanic. Aber ja, ich habe das schon öfters mal erlebt. Das ist auch manchmal, wenn man mit aufgeregt ist, ne? Voller Freude ist, voller Aufregung, dann kann die auch schon mal so schwindelig werden. Ja? Naja, Niki holt jetzt gerade eine Fassbrause. Küken wollten wir eben schnell noch zum Auto. Also eine Fassbrause ist ja ohne Alkohol, ne? In unseren Humpen. Jo, aber es ist wunderschön, auch vom Wetter her, ganz toll ausgesucht, ganz tolles Wetter, ja, als wenn das extra für uns gemacht wurde. So, jetzt könnt ihr mal zugucken, wie Niki sich umzieht. Bitteschön. Mir ist etwas zu warm. Wir haben irgendwie gefühlt 24 Grad.
Sexy. Sexy Hexi. Oh. Hafenrundfahrt, sicher. So, was ist? So. Wunderschön. So geht er dann. Ah, oh, gleich erfrischender, wa? Oh ja. So macht man das, um nicht negativ aufzufallen. Und bist du gleich abgeführt, wenn du mit nacktem Körper hier rumläufst. Ja, siehst du, kriegt Niki sogar noch Applaus, du. Kommt alle nach vorne. Ich hab keine Chance. Nachmittags nochmal drüber. Ja? Und dann bist du aber immer im Feld, du hast dann einen Bier. Du bist hier nicht auf. Richtig, aber hier ist es jetzt. Habe ich nur die drei. Mhm. Bei der immer noch ein reiches Netz. Ja. Ja, da musst du wissen, wie dein neues Gewand ist. Richtig. Ich kann nicht immer vor meine Füße, bitte. Weil lange mit Preis lernen wir dann. Ja, siehst du, Niki ist zum Bettelmönch geworden. Ne? Armer Junge, ne? Weil er keine Schuhe mehr hat. Weil er keine Schuhe mehr anhat. So, dann lass uns weiter pilgern. Dachte, du musst das pilgern. Ja. Ist da. Bring den Kaffee wieder weg. Du lachst ja noch. Nee, Stallung. Stallung heißt das dann. Ja, so richtig.
Tatsächlich sind die leicht in der Sonne heute verrutscht, die Farben. Schön, herrlich. Gehen wir in die Kühe ziehen. Ganz toll. Was? Kurz und knapp? Kohlschale und dann so ein Gerüst. Ja. Ja, im Grunde ist das eigentlich, ja, du musst halt nur gute Stecheisen haben, dass du da so einen Schlitz rausmachen kannst. Ja, einsägen und dann Ziegen bitte nicht füttern. Nein, das tun wir nicht. Die füttern sich gerade selber. Da liegt ein Schäferhundi. Siehst du den? Mhm. Auf das Lager mit dem Schürfisch. Ja, ne? Haben die Parzelle jetzt noch dazu? Nee. Nee, da sind wir da hinten rumgelaufen. Die meisten sind dann in der Lage, ne? Und sind da was am Tieren machen. Ja, irgendwas am Reparieren oder. Der Trödel, guck mal, der Trödel. Der schwarze Bitte. Und Schwerters.
und Teller. Könnt ihr ruhig. Könnt ihr, weil du siehst ja, jeder bietet das sowas an. Ich bin 3 Kilometer gepilgert, um den Wein zu holen. Hat er das? Keine Ahnung. Ich war nicht dabei. Weiß nicht, das sieht ganz schön heftig aus, ne? Mit so einer Tafel. Ja. Ja, er sagt selber, es ist ja den selbst überlassen, die Aufstände. Eben. Ja, das hatte ich aber auch die ganze Zeit so gesagt. Dass man muss das nicht zu stramm nehmen. So, und dann haben wir einmal. Okay, dann halt ihn voller Wüste. Ja, klar. Tut ja mit der Zeit weh, Handy halten und. So, ich weiß jetzt auch nicht, was besser ist. Der Rücken hat sich vor ein paar Stunden schon verabschiedet. Das ist ja schön, so ein Zelt, ne? Das ist ja richtig was Feines. Nee, geht nicht am Hase. Entweder nimmst du Handy oder. Was? Entweder nimmst du Handy oder schiebt einer hier den Wagen, du oder wie auch immer. Weil das ist jetzt. Weil hier so die Abendstimmung mit untergehender Sonne ist ja herrlich. Also notfalls könnte man sich ja, je nachdem was man ist, ins Spiel mit der Alter finden. Ich meine, die Kapuze ist ja noch mal so das Hübscheste da dran, ne? Die waren auch da gewesen in München. Treue Wölfe, Katernberg. Essen ist das dann. Ja, ne, ist ein. Da drüben ist einzeln. Ne, jetzt hier so, das. Bis da, wo jetzt gerade der Herder steht. Trödel Lager verkauft, ne? Guck mal, 80 Euro mit einem Räubchen. Schön. Hübsch, fein. Aber du bist meistens halt im Lager. Und ich glaube, das ist auch hier das Schönste, oder? Wenn man mal 3-4 Mal gemacht hat, dann ist das auch nicht unbedingt mehr so das Highlight, ne? Über den Markt zu gehen. Ja. Dann hat man sich da vielleicht auch satt dran gesehen, ne? Weil hier kannst du einfach ausgehen. Guck mal, mit dem Gartentor, oder? Was? Ja, siehste. Guck mal, da kannst du Efeu loswerden mit.
da wird gezeigt, wie man Feuer macht. Kannst du dir jetzt angucken. Nur gucken die Herren. Nicht nur gucken. Ach so, nicht nur gucken. Aha. Oder wie war das? Nicht anfassen, nur gucken, ne? Oder so. Ja, bei uns ist es genau das Gegenteil. Bei uns sollen sie mit anfassen. Das ist gut, das ist sehr schön, das ist sehr lieb. Nicht, dass man mir gleich stiften geht. Kann ich bei noch ein bisschen mehr zulassen, ne? Das ist ein bisschen wenig Zunder, ich treffe immer daneben. Daniel, sei ruhig ein bisschen großzügiger. Es geht doch um die Oberfläche, Schwesterherz. Nicht um die Menge, sondern um die Oberfläche vom Zunder. Bei den feinen Funken. Jetzt schustet der einer das Flaumzeug weg. Ja, der Funke war schon da, wo er sollte. Yeah. Aber. So, möchten Sie da hinten einmal selber versuchen? Gleich. Erstmal im Freiflug. Einfach ein paar Funken schlagen. Also müsste ich das auf Arbeit machen, beim Kochen. Dann müsste ich 2 Stunden eher anfangen. Wahrscheinlich ja. Dann sind aber einige vor Hunger dann bis da Ende. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, das Feuer geht aus, weil der Auszubildende nicht aufpasst. Au ja. Au trifft es. Mm. Der hatte dann die nächsten 3-4 Tage Schmerzen. Er hat dann das goldene, Popokärtchen gehabt. Möchten Sie noch eine Kleinigkeit zum Met als Belohnung fürs Versuchen? Das ist wirklich dafür da? Das ist ein Dankeschön, dass Sie es versucht haben. Sehr gerne. Für die großen und kleinen. Auch für die großen und für die kleinen. Die Süßigkeiten lasse ich besser für die kleinen. Ja, vielen Dank für die Erfahrung. Schön. Das Schlageisen in der Hand. Da ich noch nicht mal mit dem Streichholz umgehen kann, werde ich das erst recht nicht versuchen. Aber was ist das für ein Winkel? Den musst du selber herausfinden. Jeder Stein ist unterschiedlich. Er verzweifelt gerade am richtigen Winkel. Haben wir ihm denn wenigstens schon einen Tipp gegeben? Ja, Schlageisen in die dominante Hand. Okay, das ist schon mal ein sehr wichtiger Tipp, ja. Am Stein eine möglichst scharfe Kante suchen. Mhm. Und dann, nur der Schlagstahl heißt nicht umsonst Schlagstahl, der macht die Arbeit. Damit dann auf diese Kante draufschlagen. Dann kommen auch ein paar Funken. Das sieht so leicht aus. Ich übe ja auch schon seit 2 Jahren. Wer muss bei euch dann Feuer anmachen? Der Jüngste? Der Jüngste mit ganz wenigen Fingern nur noch. Oh Gott, oh Gott. Ja, zumindest wunde Knöchel. Ja. Kann ich mein Versprechen wieder nicht einhalten? Oder? Kriegt noch nicht mal einen Funke zustande. Dann machen Sie erstmal im Freiflug mit Grabenrücken. Ist auf Dauer etwas angenehmer. Oder auch so. Oder auch so. Mit Kranrücken, ne? Ah. 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 Hier geht die Lampe auf. Bei, wie heißt der? Bei dem. Der Funke ist übergesprungen. Ja. Dieser Ratesendung, da heißt es ja immer, wenn die Kandidaten dann einen Schluck Wasser trinken. Ich dann, bin nicht unten, ich komme kein Funke mehr. Und du musst dich dabei setzen. Vielleicht machst du das aus dem Sitzen heraus. Ich komm mich verarscht vor. Nicht aus dem Stehgreif, sondern aus dem Sitzgreif. Ja, okay. Ja, mein größtes Problem, ich komme immer auf dumme Ideen. Hast du regelmäßig. Manchmal ne? Helfen die. Das sollte bei dir auf dem Grabstein stehen. Ja. Nee, mein Riesen. Was steht bei Mathematik auf dem Grabstein? Ich hab damit gerechnet. Er hat damit nicht gerechnet. Ja, oder so. Oh. Ja, da Löcher drin sind beiden, dann ist mir Latte. Also hier klappt es. Hier kriegen wir einen Funke, sobald ich. Ich kann doch nicht mein Streichholz anzünden. Ich hab zu viel Angst vor Feuer. Wasser oder so. Ja, das Problem ist, der Funke, der fliegt schon weg. Also, da müsstest du mich mit deinem Körper oder mein Körper leihen, draußen, dass der Wind so bisschen Feuer anzumachen. Also ich habe es auch noch nicht geschafft. Ja. Ich hätte eher Angst,
Aber sie ziehen auch nicht mehr so ganz so sehr durch, weil klar, das ja, hier ist im Weg, die Schale. Ja, hier habe ich einfach ja, genau. mehr Platz. Hat keiner gesehen, das war so gewollt. Richtig, das gehört zu, das stand so im Drehbuch. Es geht da ohne groß zu bewegen. Da ist ihm jetzt ein Fläschchen runtergefallen. Oh! Oh. Die wichtigste. Brennnessel. Ja, das ist da ganz gut. Moment bessern. Genau. Ja, gibt's halt heute kalte Küche. Ich geb's noch nicht auf. Wunderbar. Schön. Ich geh mal mit euch. Also ich verbrenne mich selber, ja, dass das Feuer angeht. Ich komm mal rein zu euch und so. Warte mal, wo ist denn der? Wo habt ihr die eigentlich die Tür? Na, schaffst du? So wird das nix. So wird das nix. Das muss vom Tisch rum. Ich mach nochmal. Das ist die böse Frau, die muss man einfach. Also, du brauchst eine scharfe Kante. So, die kommt immer von ganz alleine, die Doofe. Ja, ich verstehe. Ich habe zu viel Angst. Ja, das Problem ist. Ich hab zu viel Angst. Das sehe ich immer bei vielen, was die hier machen. Die machen immer. Dann muss doch richtig. Ja, ja, aber also, in der freien Luft kriegt er die Pumpe wunderbar hin. Nur ja. Wenn er versucht, den Zunder anzuschmeißen, dann wird er zaghaft. Das ist ja so blöd mit dem Wind hier. Ja, draußen ist aber siehst du, ja, da ist er reingefallen. Da siehst du. Und es hat geraucht. Es hat geraucht. So, dann dürfen jetzt alle sich eine Belohnung aussuchen. Ja, mal reinlügen kann. Bitte. Einfach mal Dankeschön für Kleines. Aber gemein, ich nehme den. Ja. Ja. Schön. Wunderschön. Ordnung so extrem unterschiedlich war. Ne? Keine, ja. Keine Robe, sondern nur ohne Kapuze und den. Und den. Hervorragend. Das sieht sehr gut aus von hier oben. Denn wir fangen nochmal an. Ich finde, als das frisch erlernte beim nächsten Stück dein Karte umsetzen. Und wie gesagt, sehr gut fand ich das. Das ist ein Abendienst. Viel Spaß.
Jo, mach das. Hey, you want? Hab ich verstanden, wo soll ich das ertrinken können? Wo soll ich dich in den Regen fassen? Das haben die Mittelalterfrauen immer gemacht. Ich habe jetzt nur das Handy gefühlt. Dahinter habe ich das Portemonnaie gehalten. Jo. Dann kriegst du gerade noch mehr Stunden drauf. Da hätte ich jetzt gerade noch Lust.